Wunderschönen guten Tag. Ich bekomme häufiger die Frage gestellt, wie das aussieht mit Online-Fleisch bestellen, wo, ob das gut ist. Und ja, ich bin ein großer Freund von eigentlich, weil hier auf dem Land ist nicht so gute Auswahl. Wenn ich zum Metzger laufe und sage, ich hätte gern Dry-Aged T-Bone Steak, dann fragt er, ob ich behindert bin. Deswegen gucken wir uns das mal an. Viel Spaß. So, hier habe ich mal bei Otto Gourmet bestellt. Ganz feiner Laden. Es gibt natürlich reichlich. Aber wir gucken erstmal hier rein. So. Was hier schön ist. Gutschein. Das kriegt ihr natürlich öfter und bei vielen. Kann man manchmal gebrauchen. So. Die sehen eigentlich immer gleich aus, diese Kartons. Styroporbox, da ist das Fleisch drin und Kühlpacks. Hier ist mein Lieferschein. Das kommt mal auf Seite. Und dann nochmal ein Deckel ab. Polsterung. Für die Kühlpacks, das ist noch steinhart. So, dann habe ich ja natürlich, das hier ist Wagyu-Fleisch. Guckt euch mal diese Marmorierung an. Das ist Blackmore Wagyu Shoulder Center Steak. Da habe ich mir nochmal gleich zwei Stück von bestellt. Da habe ich schon die Lust zu. Dann habe ich ein Rippchenpaket bestellt. Da sind drei verschiedene Sorten drin. Das hier ist ein Iberico Baby Back Rib. Dann gehört das dazu. Das ist ein Beef Rib. Nee, Mangalitzer Rippchen. Dummy, die sind groß. So. Hier ist die Beef Rib. Die Rinderrippe. Sieht auch gut aus, ne? So. Dann selbstverständlich Flanksteak. Zwei Stück. Dann gibt es da so schöne Sachen. So ein Burgerpaket. Das ist auch Wagyu. Da sind Patties drin, Brötchen sind dabei. Dann habe ich noch Wagyu Hackfleisch bestellt. Zweimal. Das ist dann ein Kilo. Und hier habe ich eine Gewürzmischung drin. Cote Bellotta. Die habe ich nicht bestellt. Das ist wohl eine nette Leihgabe von Otto Gourmet. Dafür schon mal danke. Auf jeden Fall. Wie ihr seht, ist das super verpackt. Kühlkette wird nicht unterbrochen. Aber das ist bei keinem der Fall. Also ich habe schon bei mehreren bestellt. Click and Grill, Yo Beef, der Ludwig und wie sie nicht alle heißen. Wenn ihr das mal macht, werdet ihr schon die finden, die euch gut gefallen. Und wo für euch der Preis passt und die Qualität. Ich kann da keinen direkt empfehlen, weil alle haben ihre Vor- und Nachteile. Deshalb testet es mal aus, außer jetzt so einen geilen Metzger, der sowas alles für euch liegen hat. Mit Otto Gourmet bin ich auch immer zufrieden. Könnt ihr mal reingucken, verlinke ich euch alles Mögliche an Seiten für online Fleisch bestellen. Und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal online Fleisch bestellt habt oder es mal machen wollt und wie ihr das findet. Viele nörgeln natürlich, weil man den hauseigenen Metzger unterstützen sollte. In meinem Fall ist das gar nicht richtig möglich. Bei den Sachen, die ich haben möchte. Und dann ist das nun mal so. Das ist auf dem Land nicht mal so einfach. Das ist kein Jammern. Das ist aber so. So, das war's schon für heute. Ein kleines, knackiges Video. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie sowas aussieht.
Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich habe auch kein Problem damit, dass manche nörgeln. Das ist selbstverständlich, das juckt mich aber sowieso gar nicht. Macht, was ihr wollt, ihr seid alt genug. Und wie gesagt, wenn ihr einen guten Metzger habt, der alles Mögliche hat, dann kauft es da, selbstverständlich. Unterstützt ihn gerne. Ich verlinke euch ein paar Seiten hier unten in der Infobox. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wo wir mal was Schönes aus diesem Paket hier vergrillen. Ich sage jetzt schönen Feierabend und tschüss.